Es gibt aber auch Läden, es gibt auch Restaurants, die das Thema neu interpretieren und Specialty Coffee ernst nehmen. Guter, hier ist der Paul von der Kaffeekommune. Schön, dass du reinschaust. Heute geht es um ein Thema, das mir schon lange total wichtig ist, und zwar um Specialty Coffee in Restaurants. Und tatsächlich ist es so, ihr denkt so, ja, in tollen Restaurants, die sich Mühe geben mit dem Menü und den Zutaten und sich damit auseinandersetzen und strugglen und Gas geben, ist so, dass Kaffee auch ein wichtiges Thema ist. Tatsächlich ist es aber so, dass Kaffee ganz oft nur stiefmütterlich behandelt wird. Eins der wenigen Restaurants, die das nicht so machen, sondern wo Specialty Coffee einen wichtigen Stellenwert einnimmt, ist das Restaurant Pankraz in Mainz. Und das wird von Paul betrieben, Paul Schmiel. Und ja, wir gehen jetzt gleich da essen, also Philipp und ich. Und am Anschluss werden wir ein bisschen mit Paul über Specialty Coffee reden und dann gucken wir mal, ja, wie man Kaffee im Restaurant eben auch machen kann. Haut rein! Also wir haben jetzt sehr lecker gegessen und hatten viel Spaß hier unten. Und vielleicht mal grundsätzlich noch vorneweg, das ist jetzt auch der Start für eine neue Kleinserie auf unserem Kanal, die so, bei der es um Specialty Coffee in Restaurants gehen soll. Und vielleicht Paul erstmal, auch Paul, danke erstmal für das tolle Abendessen und danke, dass du jetzt noch Zeit hast, nach dem anstrengenden Service hier noch irgendwelche Fragen zu beantworten. Aber vielleicht mal ganz, ganz kurz zu dir, wer bist du und warum machst du das hier? Eine sehr allgemeine Frage, aber einfach kannst du ganz kurz für die Zuschauer mal. Ja, ich bin Paul und achte Generation auf einem Bauernhof in Mainz-Hechtsheim, der seit meine Mama hier gestartet hat vor 12, 13 Jahren hauptsächlich Gastronomie macht. Und ja, wir haben ein kleines Restaurant, in dem wir jedes Jahr oder jeden Tag viele Leute glücklich machen wollen. Wo kommst du her? Also du bist ja gelernter Koch, ja. Also kannst du ein bisschen was zu deiner Geschichte sagen? Weil so lange gibt es das Restaurant noch gar nicht. Ja, das stimmt. Also aufgewachsen bin ich hier auf dem Hof, habe mit 15 Schule abgebrochen, eine Ausbildung gemacht als Koch und ja, so ein bisschen mich durch die Welt gekocht. Und jetzt hier auf dem Hof bin ich seit 3 Jahren und treibe so ein bisschen mein Unwesen. Als du nach Mainz zurückgekommen bist, aus Berlin war ich vorher, war so eine der ersten Stationen bei mir im Laden. Ich erinnere mich noch gut dran, als du mit deinen Eltern bei mir im Café warst. Ja. Und das schließt auch so ein bisschen an die nächste Frage an. Also ich meine, was für eine Bedeutung hat Kaffee für dich? Und davon getrennt, welchen Stellenwert nimmt Kaffee bei dir oder Specialty Coffee bei dir im Restaurant ein? Ja, ich erinnere mich auch an den Tag sehr gut. Ich habe dich nämlich gefragt, wo du deine Milch kaufst. Stimmt, ja. Weil ich irgendwie nach Mainz gezogen bin und verzweifelt auf der Suche war nach gescheiter Milch. Kaffee wusste ich eh, wo ich den beziehen wollen würde. Und ja, in meinem eigenen Leben hat Kaffee eine sehr, sehr große Bedeutung, weil es einfach, ja, es ist Rausch- und Genussmittel jeden Tag. Und fürs Restaurant hat Specialty Coffee auch eine sehr, sehr hohe Rolle, wobei wir das nicht ganz so dogmatisch sehen, wie wir es gesehen haben, als wir das Restaurant aufgemacht haben. Also für uns als Restaurant geht es hauptsächlich ums Essen und um die Gesamtexperience. Und wir sind kein Ort, wo wir Leute irgendwie, ich sag mal, nicht belehren, aber wo wir zu viel Zeit nehmen können, um Leute von irgendwas zu überzeugen oder sie in eine neue Welt mitzunehmen. Das heißt, bei uns ist das mit Getränken im Allgemeinen, aber mit dem Essen auch und ob das jetzt ein Glas Wein ist oder eine Tasse Kaffee, dass der Gast am Ende entscheiden kann, ihm schmeckt es oder ihm schmeckt es nicht. Mhm. Und ja, ich meine, wir testen und trinken uns auch so ein bisschen durch und haben immer mal wieder irgendwas ein bisschen Verrückteres oder haben auch Kaffees, die ein bisschen so geröstet sind, dass sie mehr so ein Crowdpleaser sind, was, sag ich mal, für uns als Restaurant super cool funktioniert. Und ich sag mal, wir haben jetzt gerade den Sabana Redonda getrunken, also ein Kaffee aus Costa Rica, Black Diamond Processing, SL28 Varietät, also generische Varietät.
der auch wirklich eine schöne Spannung an das Ende des Menüs gebracht hat. Und ihr habt ihn mit dem V60 gebrüht. Warum gerade diese Brühmethode? Also warum ein Pour-Over und jetzt nicht normalerweise, also würde man jetzt so nach dem Menü ein Espresso trinken? Ja. Also wie kommt das, also warum habt ihr euch für diese Brühmethode entschieden? Ganz einfach eigentlich, weil wir alles, was wir, oder so viel wie möglich, was an so einem Abend im Restaurant passiert, einfach vor den Gästen zubereiten oder vor den Gästen tun. Und es hat sich irgendwie, also wir haben tatsächlich, als wir aufgemacht haben vor knapp 2 Jahren, haben wir Espressos ausgeschenkt am Ende vom Abend. Und es war immer irgendwie so ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl. Man läuft um eine Ecke, man hört eine Kaffeemühle irgendwie mahlen. Ein paar Sekunden später kommt ein Kellner zurück mit 2 Tassen, mit einem heißen Getränk, zu dem der Gast irgendwie überhaupt keine Connection hat. Mhm. Und klar, man kann... In dem Moment ist es bei uns halt ein sehr ein Zeitpunkt, an dem vieles passiert. Also Leute wollen zahlen, Leute wollen noch Champagner bestellen, andere Leute wollen irgendwie in die Backstube geführt werden oder so. Und der Service hat an dem Zeitpunkt einfach super, super viel zu tun. Die Sommeliers, die sind einfach dann da sehr busy. Und wir haben gesagt, okay, warum ist nicht die Person, die das Menü kocht, auch zuständig für die Gäste einen Kaffee zu kochen? Mhm. Und warum nehmen wir nicht dieses komplette Setting? Also wir können jetzt nicht unsere Espressomaschine auf Rollen stellen und zu den Gästen fahren. Mhm. Aber warum nehmen wir nicht einfach so das und versuchen das irgendwie so handwerklich wie möglich vor den Gästen zuzubereiten? Und das ist eine der ehrlichsten Zubereitungsmethoden, finde ich. Cool. Wie habt ihr jetzt genau diesen Kaffee ausgesucht? Also wie kommt ihr zu dem, warum? Das war bei einem Cupping bei dir. Also wir hatten irgendwie, glaube ich, 8 Kaffees auf dem Tisch und für, ich glaube, fast alle im Team war es das erste Cupping, das sie so gemacht haben. Also war auch eher so ein bisschen ein Rantasten an das Ganze, was passiert da überhaupt und so. Und am Ende haben wir uns für den Kaffee entschieden, der uns selbst am besten geschmeckt hat. Ja. Und das ist halt das, was, das sind Dinge, die einen berühren und Dinge, die man am Ende auch verkaufen kann tatsächlich. Ja, und wie ist jetzt, also mich interessiert natürlich auch, ich meine, ich sitze da und ich trinke den Kaffee und ich kenne natürlich den Kaffee, also ich finde das irgendwie ein gelungener Abschluss, aber wie ist das Feedback, sag mal, von den Gästen, die jetzt nicht so einen Kaffee-Background haben, wie ich? Also, unterschiedlich. Also es gibt Leute, die in der Sekunde, in der also klar gibt es 50% der Gäste, die gerne einen Espresso bestellen würden, weil wir das so ein bisschen umgehen, dass wir im Prinzip den Leuten zuvorkommen und sagen, pass auf, hier ist eine Karte mit Dingen, die man danach bestellen kann und da ist eben kein Espresso, Cappuccino, Latte, Macchiato, Flat White drauf, sondern da ist nur dieser eine Kaffee drauf. Da steht dann schon mal dabei, was das für eine Varietät ist, wo der herkommt, wer den geröstet hat. Mhm. Und das heißt, bei den Leuten, die sich damit einfach noch gar nicht zu sehr auseinandersetzen möchten, macht es da vielleicht schon mal Klick, dass sie sagen, okay, das ist was Besonderes, das ist ein besonderes Getränk. Wir sagen dann auch, wie der zubereitet wird. Aber ja, also wirklich so, am Ende servieren wir das und dann gibt es vielleicht 10% von den Gästen, die sofort nach Milch und Zucker fragen. Mhm. Was, also Zucker servieren wir abends nicht so gerne, weil wir einfach finden, dass das halt vieles kaputt macht. Mhm. Aber wenn da jetzt jemand einen Schluck Milch in seinen Kaffee unbedingt reingeben möchte, von mir aus. Wir empfehlen immer, dass sie den erstmal so probieren und dass sie halt vielleicht den Horizont da ein bisschen erweitern. Wollen aber wirklich nicht irgendwie mit den Leuten jetzt da, mit den Gästen irgendwie zu viel Trouble anfangen. Mhm. Zumal wir in dem Moment halt Gastgeber sind am Ende von einem langen Abend, in den wir viel reingesteckt haben. Also würdest du sagen, dass Specialty Coffee am Ende von so einem Abend mehr Trouble ist als Benefit? Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe nur die Ausnahmen jetzt. Okay. Also die allermeisten Gäste genießen das, dass sie halt eine Tasse haben und keinen Shot. Und einfach mit so einem, also es ist ja auch unsere Intention, ist einfach mit einem Getränk, an dem man vielleicht 10 bis 15 Minuten, mit dem man 10 bis 15 Minuten verbringen kann, wie mit so einem Wein auch so einen Abend ausklingen lässt. Das ist ja der letzte Berührungspunkt, das letzte, was man auf dem Gaumen mit nach Hause nimmt. Und die Leute sitzen dann mit dieser Tasse da und ich könnte es fast beschreiben, als würde man eine Tasse Tee trinken am Lagerfeuer oder so, wo man einfach so ein bisschen die Gedanken schweifen lässt. Aber einfach so ein bisschen zum Reflektieren, was jetzt heute passiert ist und nochmal kurz irgendwie so, gedanklich nochmal so ein bisschen die Gedanken schweifen zu lassen. Ja, das beantwortet jetzt auch schon so ein bisschen meine letzte Frage. Ich stelle sie trotzdem noch einmal.
Ich meine, wir haben jetzt ein Menü gehabt mit, ich erinnere mich nicht so ganz, vielleicht 14, 15, 16 Gänge. Und da hat eine wahnsinnige Energie drin gesteckt, das hat eine tolle Geschichte erzählt und da habt ihr auch sehr viel Energie reingesteckt und das hat man gemerkt. Warum gebt ihr euch dann so Mühe mit dem Kaffee, wo doch Kaffee eigentlich nur noch so ein Anhängsel zum Schluss ist? Nee, weil es eben das nicht sein sollte. Also wenn man irgendwas Schnelles braucht, bevor man geht, dann sollte man vielleicht einen Schnaps trinken und vielleicht da auch nicht jetzt das Nonplusultra, sondern halt irgendwas für auf dem Weg. Aber das, also Leute, die irgendwie schon ab, für die der Abend vorbei ist, bei denen merkt man das dann. Und gleichzeitig, wenn wir gleich wieder runtergehen ins Restaurant, dann sitzt da bestimmt noch das halbe Restaurant voll von Leuten, die nicht wollen, dass der Abend vorbei ist. Mhm. Und das ist dann halt, ist voll schön irgendwie. Es gibt dann auch die, die erst Kaffee und dann Schnaps trinken und dann noch Champagner. Nee, also es ist wirklich so ein Ausklingen, weiß ich nicht, wir gehen nochmal zu den Gästen dann und gucken, ob es denen gut geht, wie denen ihre Zeit war. Ja, quatschen einfach ein bisschen, gucken, wen wir da bei uns im Restaurant sitzen. In der Regel sehr spannende Leute. Ja, cool. Ich denke, das war jetzt auch der Abschluss eigentlich von diesem Interview. Cool. Danke, Paul, für die Zeit und ich denke, du wirst dich um deine Gäste kümmern müssen. Ich sag, ja, schön, dass ihr wieder dabei wart bei dieser besonderen Ausgabe von unserem sonntäglichen Video, das immer um 15.30 Uhr ausgestrahlt wird. So auch nächste Woche. Und ja, jetzt lass uns mal, Philipp, wir brauchen Champagner. In Cheers. Diesem Sinne, danke, Paul. Ne? Haust rein. Tschüss, macht's gut. Ciao.